In Deutschland werden, auch da sind wir sehr antizyklisch offensichtlich, Atomkraftwerke abgeschaltet. Klimakleber kleben nicht nur in Berlin auf den Straßen. Und die Energiepreise, jeder spürt es im eigenen Geldbeutel, sind auf einem historischen Hoch. Wie haben wir Energie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gewonnen? Und wie wird es aussehen? Zu diesem Thema hören wir jetzt unseren Head of Research, den Leiter des besten Research der Welt. Herzlich willkommen, Markus Meyer. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, das Thema wird ja von vielen von Ihnen bekannt sein und jetzt hoffe ich trotzdem, dass ich Ihnen einige Sachen erzählen kann, die vielleicht so ein Eye-Opener sind oder wenigstens dann noch nicht bekannt sind und vielleicht auch einige Investmentideen dann im Hintergrund bei Ihnen hervorrufen können. Von da fange ich mal an. Wie haben wir die letzten 40 Jahre Energie gewonnen und wie könnten vielleicht die letzten 40 Jahre aussehen? Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich gedacht, ja, Energiegewinnung, ja, viel mehr erneuerbare Energien, ist wahrscheinlich rasant angestiegen. Klar, irgendwie weniger fossile Energien, mehr Windkraft, mehr Solar und so weiter. Aber was ich ganz spannend fand, war, wie sich die Zusammensetzung irgendwo verändert hat oder auch nicht verändert hat. Auf dem Chart sieht man die globale Energiegewinnung der letzten 40 Jahre. Hier die grüne Kurve ist die erneuerbare Energie, die hat sich verdreifacht. Die gesamte Energieverbrauch und Gewinnung hat sich ein bisschen mehr verdoppelt. In einer Zeit, wo die Weltbevölkerung um 3 Milliarden Menschen gewachsen sind. Und natürlich schaut es jetzt schon ziemlich imposant aus, hier, was man auf der grünen Seite sieht, die erneuerbare Energiegewinnung. Aber eigentlich, und hier sieht man auch die Top-Länder, wo Energiegewinnung hier bei erneuerbaren Energien, gerade in Nordics, gemacht hat. Aber eigentlich hat sich von der erneuerbaren Energie nicht wirklich viel prozentual geändert. Die letzten 40 Jahre hat die erneuerbare Energie zwischen 20% und 25% fluktuiert im globalen Energieverbrauch und der Gewinnung. Und jetzt sind wir ein bisschen auf 28% hochgegangen. Das ist vielleicht hier die letzten Jahre ganz imposant, aber eigentlich hat sich da nicht so viel getan, wohingegen andere, wie zum Beispiel Kohle, ein bisschen zurückgekommen sind und Nuklear, wie der Olli schon gesagt hat, auch weltweit zurückgegangen ist, insbesondere gerade auch in Europa. Auf die erneuerbare Energie möchte ich eingehen. Was man auf der linken Seite sieht, ist, dass gerade hier China sehr stark dazu beigetragen hat bei den erneuerbaren Energien. Am Anfang vor 40 Jahren war erneuerbare Energien gerade Wasserkraft sehr stark. Jetzt ist natürlich insbesondere Windkraft und insbesondere Solar. Europa hat auch seinen Teil mit Deutschland hier beigetragen. Wir haben mal Deutschland da oben. Um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, was sich die verschiedensten Länder bis 2050 gesetzt haben und darüber hinaus, ist die Elektrizitätsgewinnung hier ein ganz großer Treiber und auch die Gewinnung über Wasserstoff und Biomasse. Und darauf möchte ich jetzt eigentlich mal besser eingehen und auch genauer beleuchten. Was heißt das, wenn wir dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen und was bedeutet das für den Energiesplit? Aktuell sind Sie hier, verbraucht die Erde im Jahr ungefähr 27 Petawattstunden im Jahr. Das ist eine riesengroße Zahl. Davon sind 28% erneuerbar. Um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, muss die erneuerbare Energie sich auf 90% hochschnellen, wenn gleichzeitig der Energieverbrauch geschätzt wird, dass auf fast 90 Petawatt hochgeht, also verdreifacht in den nächsten 30 Jahren hier. In den nächsten 40 Jahren sind wir bei über 100 Petawatt. Wenn wir daran glauben, dass wir irgendwo in diese 90% erneuerbare Energie gehen sollen, dann sollte man sich vor Augen halten, wir alle haben ja irgendwo das sehen die Solardächer, die Solarinstallationen und haben vielleicht die Hoffnung, dass es im Solar gehen wird. Eigentlich ist Solar, das ist natürlich eine wichtige Geschichte, aber in Europa sind wir schon so zugepflastert, dass es nur noch wenige Freiflächen gibt und die große
der große Treiber wird Windkraft sein. Warum ist das so? Da gebe ich Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie für eine Windkraftanlage, eine durchschnittliche am Land, die hat so eine Energiegewinnung zwischen 3 und 5 Megawatt im Jahr. Und dafür brauchen Sie ungefähr 2 bis 4 Fußballfelder vollgepflastert mit Solarzellen. Und damit, und eine Anlage offshore hat mittlerweile bis zu 15 Megawatt Energiegewinnung. Also Sie können sich vorstellen, was da für ein Hebel irgendwo ist für die Energiegewinnung, wenn Sie auf Windkraft setzen. Und von daher ist Windkraft wahrscheinlich hier in Europa einer der Bereiche, gerade offshore, der ein sehr, sehr starkes Wachstum in den nächsten Jahren sehen wird. Solar natürlich auch, aber Windkraft, denken wir, wird gerade für uns sehr entscheidend sein. Hier sehen Sie die Vorhersagen für Deutschland. Da haben Sie natürlich hier die Energiegewinnung über die Solaranlagen und eben dann auch über Windkraft. Warum Solar und Wind gemeinsam sinnvoll ist, das hat auch was mit Hedging zu tun, was Ihnen allen bekannt ist. Wind ist in der Nacht und am Tag vorhanden, Solar oder die Sonne natürlich nicht. Gleichzeitig, wenn der Wind bläst, hat man meistens nicht so gutes Wetter und damit ist die Sonneneinstrahlung nicht so gut. Von daher gibt es ein gewisses Hedging, aber de facto ist auch genügend Zeit, nur beides ist und dann eine Überenergiegewinnung und dann muss die Energie irgendwo gespeichert werden. Von daher das Thema, das ich mit Ihnen beleuchten möchte, ist die Energiespeicherung und was da die nächsten Jahre auf uns zukommen könnte. Hier ist eine Vorhersage von verschiedenen Quellen über die Energiespeicherung. Da wird ausgegangen, dass durch diesen starken Wachstum der erneuerbaren Energien die Energiespeicherung sich für 122-fachen muss bis zum Jahre 2040. Bis zum Jahr 2016 sind wir bei einer über 200-fachung der Energiespeicher. Da gibt es klassische Energiespeicher wie die Batterien, die dann entweder, wenn sie bei mir im Auto nicht mehr gebraucht werden, hier ein End of Life in der Energiespeicher haben. Oder es gibt andere Energiespeichermöglichkeiten. Die Schweizer zum Beispiel pumpen dann das Wasser in die Bergseen hoch. Es gibt Wasserstoff, der als Energiespeicher fungieren kann, verschiedene andere Sachen. Wir denken, dass insbesondere die Batterieenergiespeicherung und auch der Wasserstoff essentiell sein wird für unseren Energiemix der Zukunft. Hier sehen Sie nochmal für Deutschland das Szenario, wie so eine Baseline oder Baseload-Kapazität abgebildet werden kann. Und da sehen Sie hier schon, Wasserstoff wird hier sehr stark vorausgesetzt, dass es kommen sollte. Wasserstoff, vielleicht hier ein kurzer Einblick, da gibt es verschiedene Farben, die immer genannt werden. Der klassische Wasserstoff ist der graue, also ein Wasserstoff, der gewonnen wird über ein ziemlich altes Verfahren aus Gas. Dann werden noch Farben in den Raum geworfen wie blau und grün. Blau ist eigentlich der gleiche chemische Prozess, nur wird dann das CO2 an der Tage eingespeichert zu 90% und grün ist dann eben aus erneuerbarer Energie und genau darauf würde ich mich jetzt gerne mal konzentrieren. Da haben wir auch jüngst eine Studie dazu geschrieben und das mal genauer beleuchtet. Es gibt noch andere Fragen, die lasse ich jetzt mal außen vor, nur das mal gesehen haben. Aber eigentlich in der aktuellen Diskussion sind die von weniger Bedeutung. Wir haben ein Wasserstoffmodell aufgebaut und mal angeschaut, wie es aussehen müsste für den Wasserstoffnachfrage oder auch die Energiegewinnung. Und sind zum Schluss gekommen, dass der blaue Wasserstoff, also sprich der Wasserstoff, der herkömmlich aus Gas genommen wird und dann das CO2 unter Tage eingelagert wird, wird eine Brückentechnologie in Europa sein und wird uns helfen, da die CO2-Ziele zu erreichen. Aber eigentlich der interessante Wasserstoff ist der grüne Wasserstoff. Nicht nur, weil er grün und damit umweltfreundlich ist, sondern weil der grüne Wasserstoff eine relativ junge Technologie ist, auf Elektrolyse basiert. Das ist eine Technologie, die noch eine Lernkurve hat bei den Kosten und auch auf der CapEx-Seite, bei der Investitionsseite und von daher noch viel Upside bei der Effizienzgewinnung hat. Und von daher auch von der Kostenseite wahrscheinlich den blauen Wasserstoff sehr bald auf der positiven Seite nach unten überholen wird und von daher mit den hergänglichen Energiemethoden konkurrieren kann. Und von daher, nach unserer Rechnung, werden wir dann rasanten Marktwachstum sehen, global, aber in der Welt insbesondere. Und grüner Wasserstoff wird eben über erneuerbare Energien hergestellt, kann transportiert werden,
entweder in Pipelines oder eben auch über Schiffe, wo es dann transferiert wird in Ammoniak. Und von daher wird ein ganz wichtiger Punkt bei dem Wasserstoffthema die Pipeline-Infrastruktur sein. So sieht es aktuell oder wird es erwartet, dass es aktuell aussehen wird in 2030. Wird sich bis dahin nicht großartig verändert haben zur aktuellen Situation. Der Wasserstoffnetzwerk, das aktuelle Gasnetzwerk, also sprich Natural Gas, momentan ist die Fließrichtung, oder jedenfalls vor dem Ukraine-Krieg war die Fließrichtung von Ost nach West, sprich von Russland nach Deutschland und von Deutschland nach Frankreich. Und diese Fließrichtung wird sich ändern, weil eben gerade große Mengen von grüner Energie noch eben in den südlichen Regionen von Europa gewonnen werden können über Solar oder im Norden über Windkraft und auch dann im Süden über Afrika dann importiert werden können. Und von daher braucht man ein Netzwerk, um das dann dementsprechend zu verteilen, insbesondere dann nach Deutschland und im mittleren Part von Kontinentaleuropa. Von daher wird dieses Netzwerk wichtig sein. Es wird auch wichtig sein, dass das Netzwerk stark in den Häfen ist, gerade wahrscheinlich hier im Süden, wo die Schiffe dann anlagern. Und von daher wird erwartet, dass bis 2040 hier das Netzwerk deutlich dichter sein wird und damit eben der Verbrauch von Wasserstoff über das Netzwerk an den Endkunden gewährleistet sein wird. Und zum Abschluss hier noch eine Anzahl von Unternehmen, die alle gelistet sind, die vielleicht in diesem Thema eine richtige Rolle spielen können. Und wenn Sie dazu Fragen haben, gerne. Wir haben hier einige Leute, die sich damit gut auskennen, zur ganzen Projektentwicklung von grünen Energie haben wir heute die BayWa da. Wir haben die letzten Jahre schon immer Tion da gehabt, heute leider nicht. Ja. Das sind die, die bei der Energiegewinnung da haben. Wir haben Analysten da, die Ihnen gerne weiterhelfen können in Form von Solar, Meyer Burger hier in Deutschland als große Firma, die zu nennen ist. Wir haben auch andere in Analysten da, die zu anderen Sachen wie Wasserstoffgewinnung was sagen können. Und ich bin natürlich auch gerne für Sie da und würde mich freuen, wenn wir heute Abend dann vielleicht uns noch über dieses Thema weiter unterhalten können. Wenn es noch Fragen gibt, immer gerne.